So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Mischi Superstar Saga. Wir waren letztes Mal hier in den Katakomben stehen geblieben und haben die Tür hier hinten schon aufgemacht. Hier hinten, genau, da gehen wir jetzt auch durch. Und der Ton ist viel zu laut. Deswegen werde ich den jetzt erstmal leiser stellen. Der ist schon auf 1. 1 sollte jetzt eigentlich nicht zu leise sein. So, ich hoffe, das geht jetzt so. Ich renne erstmal gegen den Gegner, gegen das macht sehr viel Spaß. Und ich bin so gut wie tot. Super. Ich glaube, Mario, du könntest mal so etwas wie einen Pins vertragen. Mit zwei Leben lebt sich's nämlich nicht so gut. So. Na, komm her. Ja. Okay, du bist weg. Mario schafft die, glaube ich, schon mit einem Schlag, aber Luigi noch nicht. Aber das wird sich auch bald ändern. Ich habe den Tipp bekommen, obwohl ich es eigentlich schon selbst wusste, dass ich relativ unintelligent skille hier. Und ich sollte doch immer auf das Niedrigste gehen. Da Geschwindigkeit und BP jetzt aber glaube ich nicht so wichtig sind, gehe ich jetzt trotzdem auf HP. Und Bart ist recht nicht, Bart ist glaube ich total unnötig. So, an und für sich. So, was können wir denn hier alles machen? Ach, wir müssen weiter die Rohre stopfen. Oh. Stachis. Komm her. Ey. Und am Ende kriege ich es dann doch nicht hin. Und das ist recht nicht. Naja. So, jetzt mal ausprobieren. Kriegt Mario den hin? Nee, noch nicht. Ach, komm. Ach, komm. Ich bin nicht gut genug. Ja, okay. Ich werde jetzt natürlich erstmal den hier besiegen. Der sollte jetzt weg sein, genau. Und jetzt holt Mario den Hammer raus und... Okay. Die Gegner werden echt stärker und ich bin ja so unglaublich gut. Von daher könnte das hier noch ziemlich lustig werden. Geh weg. Und tot. Gut. Sprung. Okay. Ich will alle Gegner besiegen, weil sonst wird das so schwer, wie schon gesagt. Und von daher müssen wir auch dich hier klein hämmern. Es ist, glaube ich, ganz schön gut, wenn die am Anfang verwirrt sind, weil wie lange sind die überhaupt verwirrt? So. An und für sich. Setzen die jetzt noch eine Runde aus? Ja. Dann gehen wir schön weg. Okay. So, und ich hoffe, der ist jetzt schon mit Mario weg. Okay. Wie viel nehmen haben wir jetzt? 5 und 10. Für Pilze, ja, okay, wir haben 34 Pilze, kann man auch welche opfern. Ach so, ich lasse Mario mal vorne stehen. Ach komm. Weg. Stirb, okay. Ah, nein, Mario. Dankeschön. Und sind robust. Hier werden bestimmt noch richtig schöne Endgegner kommen, mit denen ich richtig viel Spaß habe. Naja. Ich frage mich auch noch, ob es noch eine Hammer Bros Attack gibt. Weil so dauert es immer relativ lange. Und wenn dann da später noch Endgegner kommen, die eventuell nur mit dem... Was ist das denn? Lass mich raten. Ja.
Warum war das so klar? Okay. Also dadurch schalte ich das an. Was übrigens unlogisch ist, ist, dass wenn ich auf einen Gegner draufspringe, auf den ich draufspringen kann von außen, die mit den Stacheln auch Schaden kriegen. Ich beschwere mich über Sachen, ich weiß. Das ist relativ langweilig, die immer zu besiegen, aber ich muss es machen. Ja. Ich habe auch gedrückt. Egal. So, du bist tot. Bei dir werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Oh nee, toll. Okay. Gut. Ich krieg sogar einen Pilz als Belohnung. Ja, geh runter. Einstampfen und einstampfen. Diese Rätsel sind so unglaublich schwer, die beanspruchen mein Gehirn schon. Bis zur äußersten Grenze. Muss ich schon sagen. Da ist ein Schild. Abwassersystem, Wartungshandbuch 2. Um die Röhre zu fluten, bla, muss man den Hahn drehen. Das haben wir schon ohne diesen unglaublich nützlichen Tipp herausgefunden. Lalala. Es ist ziemlich schwer, die abzuwählen, wenn die so weit hinten stehen. Gott, es wird ja lange nichts Party, den es hier gab. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ist jetzt übrigens schon 2 Wochen her oder so, dass ich das jetzt mal aufgenommen habe. Okay. Ah, die bringen auch viele Erfahrungspunkte, oder? Wenn ich das gerade richtig nochmal gesehen habe. Also lohnt sich schon, dass wir die kaputt machen. So. Ich denke mal, die müssen gleich alle stopfen, weil es hier wieder irgendwo so einen Hahn gibt. Ach, ist doch unmöglich. Aber es geht ja auch immer schneller, indem ich trainiere halt. Und die Endgegner gehen dafür noch umso schneller. Ich hoffe, ich komme doch gleich mal wieder einen Speicherpunkt. Eigentlich wäre es am schönsten, wenn ich jeden Part mit einem Speicherpunkt abschließen könnte. Oh, was mache ich denn da? Naja. Dann muss Mario das halt erledigen. Jakob, 42 Erfahrungspunkte, das bringt's richtig. Da kann ich mal ein paar Level richtig aufsteigen. Und du hast arg wenig Verteidigung und arg wenig HP. Ich gehe mal auf Verteidigung. 3 Punkte. Okay. Na. Die Teams hier wollen wir natürlich mitnehmen. Okay, wie erwartet. Aha. Ach, hier geht's auch noch weiter. Oh Gott. Das? Irgendein Fahrstuhl. Da scheint dann auch Ende zu sein. 4. Achso, jetzt geht das nächste auf. Ah, okay. Typische Klempner-Aufgabe. Okay, und jetzt ist da hinten wahrscheinlich dieses Wasser. Ja, danke. Geh natürlich auf Mario. Wenn wir mal bei diesen Fliegen da einfach, oder wie heißen die? Fliegfrieden einfach im Takt springt, dann kann man den relativ gut abwehren. Ich krieg es nicht hin, oder? Okay, weg. Okay. Ich warte jetzt immer ein bisschen länger ab, um zu gucken, ob der erstmal ein bisschen weiter weg ist, weil sonst schaffe ich das nicht, den abzuwehren. Und weg. So, jetzt müssen wir mal gucken. Und wir haben auch 1000 Erfahrungspunkte erreicht.
So, boah. Du hast ein bisschen wenig Geschwindigkeit. Nein, nicht Bart. Geschwindigkeit. Plus 3. Ich denke mal, wenn wir hier jeden Gegner besiegen, dann haben wir am Ende sowieso mehr als genug Geld, um uns die meisten Sachen zu kaufen. Ich weiß ja leider nicht, jetzt nicht, wie viel das wirklich bringt. Jetzt ist Mario drauf gesprungen. Von hinten. Okay. Okay. So, du bist tot. Und du eventuell auch. Du wirst nach diesem Angriff hier auch weg sein. So, wir haben jetzt auch schon wieder 10 Minuten. Aber unsere beiden hier werden auch immer stärker. So, wo gibt's denn jetzt hier noch? Kann ich jetzt hier irgendwie drehen so? Vielleicht in die andere Richtung? Obwohl, wieso will ich denn in die andere Richtung gehen? Geht ja gar nicht. Vielleicht muss ich mit dem Hammer gegenschlagen. Dann weiß ich jetzt auch nicht, was wir hier tun sollen. Kann man denn hier hinten noch? Kann ich denn jetzt da hoch schon? Den kann auch mindestens noch doppelt so hoch, oder? Aber ich... Nee. Doch, ich komme hoch. Tauschen und Drehsprung und drehen. Jetzt sollte das da... Ja, genau. Okay, dann kümmern wir uns da gleich drum. Wir holen uns kurz noch die Teams. 2 Pilze. Oder war das eine Sirup? Ich habe nicht darauf geachtet. Ein Sirup. Warum wechsle ich? Ich kann auch mit einem, auch mit Nushi auf dem Hammer schlagen. So, und dann sollte jetzt auch die Tür da oben aufgehen. Genau. Ach komm, langsam würde ich aufkommen, langweilig. Naja, wir müssen da durch. Ach, los. Okay, danke. So. Okay. Beim bunten Bohnen muss endlich sind wir gerettet. Oh, glückliches Schicksal. Hä, aber ihr wart doch da oben. Seid ihr etwa Mario und Luigi aus dem Pilzkönigreich? Hä, das ist doch diese... Wie ist denn der nochmal? Was treibt... Die war doch oben und hat uns hier runtergeschickt. Was treibt Leute wie euch an diesen Ort, an einen Ort wie diesen? Schimmel, schimmel. Wir sind hier, weil wir hier nur Minder besiegen wollen und so. Was? Durch eine Falltür? Ich war das? Damit ihr die Wasserrohre repariert? Ja. Wie? Nanu. Aber Ludmilla hatte uns doch überfallen. Wir waren die ganze Zeit hier eingesperrt. Dann muss das wohl eine Falle gewesen sein. Vielleicht war er wohl hier der Bona. Oh nein. Mario und Luigi sind hier nicht. Dass sie aber auch so leicht in meine Falle haben. Das ist jetzt Ludmilla, oder? Was hatte ich denn da für eine Stimme? Gott, das ist alles viel zu lange her. Funktionieren die Wasserrohre, wird das Alarmsystem für die Sternen. Bohne ausgeschaltet. Meine Fürstin, nehmen wir die Sternbohne und machen uns aus dem Staub. endlich die Sternbohne und Peach Stimme in meiner Hand. Oh nein. Die eine Wunderbohne, die alle Wünsche erfüllt, das ist die Sternbohne. Ah, der Part muss beendet werden. Damit die Kraft der Sternbohne nicht missbraucht werden kann, wird sie seit Generationen in diesem Palast bewacht. Ludmilla hat es auf die Sternbohne abgesehen. Einige Hülsenfrucht. Mario, Luigi, schnell, wir müssen zur Sternbohne. Die Sternbohne darf denen auf keinen Fall in die Hände fallen. Schneller, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja, ist okay, ich muss schnell speichern. Schnell rüber hier. Und bis zum nächsten Mal. Los, du hast noch 10 Sekunden zum Abspeichern. Dann musst du fertig sein. Okay, tschüss.